Naja, und Ja, hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben wieder Samstag, und zwar den 1. Oktober 2022. Und wie immer, Samstag 20:15 Uhr gibt es den Samstalk oder Verantwortungstalk. Und viel sagen dazu muss ich ja immer nicht vom technischen und inhaltlichen Rahmen, weil es in unserem schönen zensurfreien Forum www.freie-argumente-kultur.de, da gibt es einen Thread zu diesen Hintergründen, den man sich da gerne anschauen kann. Und Sinn der Sache ist eben bei den Samstalks, dass wir auftauchen aus dem Strom des Lebens und uns die große Verantwortungsfrage stellen. Wir machen es als Redekreis, also jeder hat ein bestimmtes Kontingent an Zeit pro Runde, gestalten wir aber flexibel, dass man unterbrechen kann und dann läuft die Zeit des jeweils Sprechenden. Das macht es lebendiger und so, dass man mehr auf einzelne Punkte eingehen kann. Und ja, genau, welche Zeit wir da so ansetzen pro Person und vielleicht noch ein paar technische Dinge. Also da ist unser Techniker, vor allem auch der Dylan. Kann der gleich nochmal sagen, wie er sich das heute Abend vorstellt? Und ich würde sagen, da gebe ich auch dann für den ersten inhaltlichen Beitrag ab an den Dylan. Ja, ihr hört mich gut, ja? Ja, perfekt. Wechsel 4. Ja, bei uns gibt es, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Sekunde. So. Ah, jetzt muss ich starten. Ja, so, jetzt habe ich es. Bei uns gibt es was, also was Neues. Unsere Professoren haben mit mir auch gemeinsam, wir haben entschieden, dass wir unsere Aktivitäten deutlich runterfahren. Die Professoren haben, wir haben auch gesagt, dass sie nicht mehr so viel Spenden brauchen, denn wir haben im Moment so die Hoffnung verloren an die Menschheit sozusagen oder auf die Menschheit verloren. Denn wir sagen, wir schließen uns im Moment, auf unserer Homepage ist ein großer Artikel darüber auch dann, wir schließen uns also all den weltberühmten Professoren Albert Einstein und Stephen Hawking an, die beide gesagt haben, dass aus ihrer Sicht die Dummheit der Menschheit die Grenze ist, die die Leben offensichtlich nicht überwinden kann. Ja? Und bedeutet sozusagen auch so, dass ich auch so mein Ziel unbedingt schrecklich lang zu leben, um dann noch mitzukriegen, wie der positive Wandel kommt. Ich sehe es jetzt alles ganz locker. Ich sehe es so, dieses Leben im kapitalistischen Jammertal hat für mich keinen Wert mehr. Also für mich ist es jetzt auch egal, wenn ich bald sterbe und so weiter. Das wäre mir egal, weil ich einfach es jetzt so sehe. Und zwar, dass der entscheidende Punkt ist, dass wir gesehen haben, trotz der tollen Gespräche mit den Politikern, wir haben immer wieder erlebt, dass sie die GWÖ-GWO-Kombi, also die Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, einfach nicht verstehen können und auch nicht verstehen werden. Warum nicht? Ja, weil eben sozusagen es tatsächlich so ist, wir haben ja in der Wissenschaft die Feststellung, dass die Intelligenz der Menschheit seit 100.000 oder 40.000 Jahren kontinuierlich abnimmt. Gehirnvolumensverlust von 200 Milliliter in den letzten Jahrtausenden, wo wir vorher einen kontinuierlichen Anstieg von 0,5 Liter auf 1,5 Liter hatten. Und die GWÖ-GWO-Kombi beginnt ja eigentlich mit der Erkenntnis, dass die soziale Marktwirtschaft ausschließlich aus Irrtümern und deren manipulative Wirkung auf die Köpfe anderer Menschen besteht. Ja? Also wir haben die vorteilbringenden Irrtümer innerhalb der Sparten und die Lobbyisten Widerwillen außerhalb der Sparten. Die sind quasi obwohl sie Opfer sind, geben sie die Irrtümer noch weiter. Ja?
Und dagegen kommt offensichtlich nichts an. Ja? Wir fassen ja unsere Erkenntnis zusammen mittlerweile mit dem Satz: Die Profiteure des Niedergangs von Ländern haben das Ruder in Deutschland und auch dem Rest der Menschheit, aber in Deutschland noch mehr als in allen anderen Ländern der Erde, übernommen. Das sind eben die Profiteure des Niedergangs, sind eben einmal die Gesundheitssparten, die in Deutschland mittlerweile massiv die Zahl der Kranken mehren, weil das die größten Profite bringt. Für Pharmakonzerne und so weiter. Ja? Wir haben die Waffensparten, die seit 400.000 Jahren ihren Waffenverkauf mehren, indem sie die Menschen, die eigentlich genetisch pazifistisch sind, immer wieder in Gedanken, immer wieder auf Kriegsideen bringen, sozusagen, und das auch in den Regierungen tun. Also die Waffensparten mehren Tote in der Marktwirtschaft und dabei den Waffenkonsum, ja, und verdienen daran und entbreiten entsprechende Irrtümer heraus, die ja offensichtlich auch Putin infiziert hatten, weswegen er ja diesen Krieg machte. Und dahinter stecken immer die Waffenhändler, ne? Und die Waffensparten. Und dann haben wir die Sparten innere Sicherheit, die Zahl der Prozesse in Deutschland zu mehren suchen, ohne dass es ihnen bewusst ist, indem sie Irrtümer verbreiten davon, dass es überall böse Verschwörer, Verbrecher gebe, überall und so weiter. Und gegen die muss man doch klagen und da muss man doch Prozesse führen und so weiter. Und diese Denkweisen sozusagen, und auf der anderen Seite haben zum Beispiel die Gefängniswärtersparten, die Polizistensparten, die Staatsanwaltssparten, die Richtersparten, auch auf der anderen Seite dann auch wieder solche Dinge wie, ach ja, wir können doch da nicht bestrafen. Also das, was der Volksmund nennt, Täterschutz geht mittlerweile vor Opferschutz, ja. Und so dass also die Verbrecher eigentlich ermutigt werden, kriminell zu handeln und auf der anderen Seite durch die Verschwörungstheorien, die aus den Sparten innere Sicherheit kommen, dann auch letztendlich die dann aufgehetzt werden, andere Politiker zum Beispiel zu beleidigen. Ja, piep, piep, piep. Ja, so viel zu meinem ersten Beitrag. Wo irren wir uns da, wenn wir das Ganze so sehen, vor allem wenn wir das Ganze so hoffnungslos sehen, dass wir jetzt gesagt haben, wir fahren unsere Aktivitäten deutlich runter. Wechsel. Ja, Ja. wenn der Jannik nicht direkt was sagen will. Also ich kann auch was sagen. Ja, dann sag Wechsel mal was zu 3, sagen. ja. Wechsel 3, ja. Ja, also ich habe heute auch mal drüber nachgedacht gehabt, über diese GWO, GWÖ-Kombi. So heißt die, glaube ich. Ich glaube, ein entscheidender Schwierigkeitspunkt könnte da halt sein, da den Ansatzpunkt oder den Startpunkt für zu bekommen. Insofern, als dass man ja erstmal, so wie ich das verstanden habe, vielleicht auch vor der Situation steht, dass man erstmal andere überzeugen müsste, damit die dann auch mit irgendwie auf das Boot mit aufspringen können. Und wenn ich das jetzt vergleiche zu der Schenker-Methode, da ist es ja so, jetzt auch in Schenker-Bewegung, dass man ziemlich radikal bei sich selber anfangen kann. Also deshalb, also die Methode, diese Schenker-Methode, die kann radikal bei einem selber ja starten, dass man sagt, so ich mache das jetzt einfach schon mal so wie ich das dann auch für richtig halte. Und insofern kann einen da keiner dann einen Stein in den Weg legen. Oder man muss bei dieser Schenker-Methode gar nicht erst jemand anderen überzeugen, damit man da vorankommt, sondern man kann schon komplett bei sich selber umsetzen. Und da sehe ich halt die Schwierigkeit bei dieser Gemeinwohlökonomie-Methode,
weil ich da irgendwie meine, oder da erscheint es mir so, dass diese Einstiegshürde oder um da diesen Stein ins Rollen bringen zu können, irgendwie insofern schwieriger sein könnte, als dass es bedarf, dann andere erstmal überzeugen zu müssen. So wie ich das jetzt von dir, Dylan, auch gehört habe, dass du ja auch oft im Gespräch mit Politikern warst und so. Und deshalb hatte ich mir auch ja mal überlegt, kann man diese Gemeinwohl GWO, GWÖ Kombi mit der Wohlfühlstimme, kann man das auch, ob man das auch direkt schon bei sich selber anfangen könnte, dass man gar nicht erst darauf angewiesen ist, dass andere da irgendwie auch mit anfangen, dass man schon selber anfängt, irgendwie eine Wohlfühlstimme und irgendwie so. Da hatte ich jetzt mal so einen Gedanken dran gehabt, ne? Und ja, und dann fällt mir halt noch dazu ein, also die Frage, was ist richtig, was ist besser, auch wenn bringt es was sozusagen, bringt Resignation, ja, was heißt Resignation, aber was ist dann die richtige Entscheidung, auch wenn man vielleicht feststellt, das ist die Chance strebt gegen null, ob man dann nicht trotzdem diese 0,00001% oder wie gering diese Prozentzahl auch sein mag, ob man nicht weiter an diesen kleinen Funken dranbleiben sollte. Das fällt mir dazu ein und dann gebe ich weiter. Ja, danke. Wechsel 2. Ja, also ich stimme einerseits natürlich zu und ich drück's mal so aus. Natürlich haben wir das große Ziel, die ganze Welt zu einer verantwortlichen Entwicklung zu bringen. Also wer vernünftig sein will, der wird natürlich nicht nur um die nächste Ecke vernünftig denken, sondern der wird gucken, was ist im Ganzen sinnvoll. Und dann ist das Entscheidende, eine verantwortliche Entwicklung im Ganzen hinzubekommen. Also für Sinn und Wohl des Ganzen zu leben. So viel vernünftigen Sinn wie möglich zu erkennen und umzusetzen. Aber das Tolle, und da greife ich dann mal auf, was der Jannik beschrieben hat, das Tolle ist, es gibt dann Stufen auf diesem Weg, verantwortliche Entwicklung in die Welt zu bringen. Und diese Stufen, die können wirklich damit anfangen, dass ich in mir selbst so diese Verantwortungseinstellung, diese Verantwortungsreife herbeiführe. Man kennt da solche Begriffe, die ich dann gerne verwende. Post-conventional Level, Spirit Identification Level. Also in sich selbst kann man diese Verantwortungseinstellung herbeiführen. Das ist wirklich, wie Jannik gesagt hat, auch so, dass man da jetzt nicht groß abhängig ist von dem, was andere machen, sondern dass man das eben selber in sich gestalten kann. Dann auch diese andere Vorstellung, da die nächste Stufe sozusagen, dass man Gemeinschaften bildet und solche Verantwortungskommunen oder Freiheitsreservate. Der Aljoscha ist hier. Moment eben, ich muss mal eben hier was machen, damit wir losfahren können. So, also diese nächste Stufe, dass man mit den paar Leuten, mit denen man dazu vielleicht findet, dann Verantwortungskommunen oder solche, wie ich das gerne nenne, Freiheitsreservate für natürliche, freiwillig gesamtverantwortliche und dadurch echt demokratische Menschen bildet. Auch das ist ein Ziel, was, wenn auch zäh und stückchenhaft, aber was doch verwirklichbar ist. Also das kann man erreichen. Und wenn man sich überlegt, wie das Leben aussehen könnte, man könnte alleine irgendwo, was weiß ich, ausgebeutet oder unterdrückt oder umgebracht in der Ecke liegen. Man könnte keinen Menschen finden, mit dem man sich da irgendwie verständigen und was Sinnvolles anfangen könnte. Also gemessen daran ist, wenn man auch den Spielraum hat, also eben nicht zu sehr davon anderen abgehalten oder unterdrückt wird. Wenn man den Spielraum hat, sich selbst in diese verantwortliche Lebenseinstellung zu bringen und mit anderen so ein ja freies Vernunft-Kommune-Leben zu verwirklichen, es ist also schon ganz toll. Und also da erreicht man dann auf diesen Stufen schon Erfüllung und Glück und ja, kann sich drüber freuen. Natürlich ist das dann kein Ersatz. Also man würde in Tellerrandlogik versinken, wenn man jetzt sagen würde, okay, dann ist mir der Rest egal. Kann man nicht machen. Also die
Auch die kleinen Stufen haben nur ihre Erfüllung, wenn sie getragen sind von dieser Vernunfteinstellung. Ich lebe für das, was im Ganzen sinnvoll ist. Also nicht nur um die nächste oder die nächsten zwei Ecken gedacht, sondern um alle Ecken gedacht, dann immer noch das Sinnvolle bleibt. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich bin da sehr fasziniert von. Ich sehe es ja auch wie ein wissenschaftliches Experiment. Und also ich bin einerseits natürlich auch erschreckt darüber, wie wenig an Menschen und auch dann an schwungvollem Engagement da so geschieht. Also ich arbeite ja im Moment schwerpunktmäßig in Hessen hier, wo wir unser größtes Projektegeflecht haben und wo ich viel zu tun habe mit Konfliktarbeit. Also letzte Woche einen ganzen Tag mal Telefonkonferenz, um da Mediation zu machen, auch zwischen Leuten, die in Vorstand und Aufsichtsrat so einer Genossenschaft sind. Aber man kann damit arbeiten und es ist auch fruchtbar. Also nach Jahren mit Konflikten, die zum Teil wirklich auch Ämter und Gerichte beschäftigt haben oder mal auch tätlich wurden und so, ist da jetzt eine Ebene, mit der man arbeiten kann und auch durchaus das Gefühl haben kann, es kann fruchtbar was geschehen, auch wenn das eben zäh und Stückchen für Stückchen ist. Und dann bin ich ja andererseits in Berlin mit dem Herzen mit dabei, wo wir als Schenker bewegen, ja, wir können sagen, wir haben den einen Schenker hier in Hessen in diesem größten Projektegeflecht, den anderen existenziellen Schenker, den Jannik, haben wir in Berlin. Und der ist da im Moment der Einzige, der dieses aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Widerstandszeltcamp, was die Querdenker 2020 angefangen haben und wovon der Robert F. Kennedy gesagt hat, also da mit diesem Widerstand in Berlin, da läuft wohl mal wieder die entscheidende Front Piep, gegen den Totalitarismus in der Welt. Und ja, das Zeltcamp war als bleibendes und systemisches piep, Element gedacht. Ja, mache ich noch eben rund. War als bleibendes und systemisches Element gedacht und hatte den Anspruch, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Und das machen wir auch. Und auch in Verbindung damit. Also zwar sind jetzt keine anderen da, die mit Zelten und es gibt auch nur sehr spärliche Unterstützer oder Unterstützerkreis. Aber trotzdem, es geht, man kann fundamental was machen, Substanz schaffen. Und was noch mehr positive Elemente sind oder was man da an positiven Vorweisen kann, nennen kann, das erzähle ich dann bei meiner nächsten zeitlichen Gelegenheit. Gebe ich weiter. Wechsel. Ja, dann Wechsel 3. Ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt noch Zeit über hat. Ja, also ich bin ja hier, wie Öffi jetzt eben gerade schon sagte, jetzt als Schenker hier in Berlin eingesetzt. Und da haben wir jetzt ja auch neben dem, sag ich mal, dem Minimal-Zeltcamp-Faden, den ich hier versuche fortzuführen, aber auch inzwischen schon viele Kontakte und ja, jetzt auch wir haben ja auch die Friedenscamp-Chat-Gruppe und da haben sich jetzt ja über mehrere Wochen durch dieses Friedenscamp vom Kanzleramt, wo das Camp dann sozusagen in Kooperation nochmal größer aufgefahren werden konnte, auch sehr viele neue Kontaktmöglichkeiten ergeben, wo man zumindest schon mal einen Austausch hat und vielleicht auch schon mal irgendwie ein paar Gedanken und auch vielleicht auch ein paar positive Samen oder Spuren den Leuten weiter mitgeben kann. Ja, und so ist der Stand der Dinge. Und damit würde ich jetzt auch gerne sagen, dass wir auch in die neue Runde jetzt starten können. Und lasse ich meine Restzeit verstreichen und dann können wir gerne die neue Runde starten. Ja, dann zur nächsten Runde, Wechsel 4. Ja. So, da piepst es. Ja, so. Wechsel 4. Ja, also ganz kurz zur Wohlfühlstimme. In Kommunen ist die Wohlfühlstimme erst sinnvoll, wenn man Tauschhandel praktiziert. Und ich habe euch so, ja, so verstanden, dass ihr ja nicht eigentlich gar nicht mehr Tauschhandel praktizieren wollt.
Aber sobald man mit den Produkten, die die 150 Kommunenmitglieder, die maximal möglich sind aus naturwissenschaftlicher Sicht, und das sind ja viele Kinder dabei, sind ja 80 Kinder dabei dann wahrscheinlich, sobald die sozusagen letztendlich nicht damit zufrieden sind, dass sie nur von 40, 50, 60, 70 Leuten Produkte konsumieren wollen und sagen, nein, ich will auch aus einer Nachbargruppe noch Produkte haben und so weiter. Ab dem Moment ist es sogar zwingend nötig, die Wohlfühlstimme und so weiter einzuführen, weil sonst wieder das genau das Gleiche geschieht wie im Kapitalismus, nämlich dass die Händler, die Tauschhändler zwischen den Kommunen und so weiter, dass die wieder Irrtümer entwickeln, warum plötzlich das für den Tauschhandel vorgesehene Gemüse weniger streng angebaut werden muss, gesundheitsorientiert, als das eigene eventuell oder so. Ja, auf jeden Fall kommt es dann wieder zur Irrtumsentwicklung und irgendwann werden dann zwischen den Kommunen wieder nur minderwertige Sachen getauscht, weil eben damit dann ja wieder der größte Gewinn zu machen ist. Also der Gedanke, dass der Kapitalismus nicht wiederkäme, der ist aus unserer Sicht völlig falsch. Sobald man Tauschhandel wieder praktizieren würde, kommt auch sofort wieder das Schädigen der Mitmenschen automatisch auf, weil das ist im Tauschhandel verankert. Ja, und von daher, das ist also der Punkt. Und für mich ist es halt so, die Wohlfühlstimme ist generell nicht schlecht und die ganze GWÖ-GWO-Kombi ist generell sehr gut, weil sie nicht irgendwie im Gegensatz zu Kommunen steht, sondern die größte Förderung vom Kommunenleben wäre. Und ich muss, nächster Punkt ist noch, also ich glaube mittlerweile, dass wir nicht mehr die Gesellschaft über die Kommunen korrigieren können, weil wir sonst dafür bräuchten wir ja dann irgendwann eine Mehrheit in Deutschland. Und das ist aus meiner Sicht nicht zu erzielen. Ich sehe es mittlerweile so, dass wir heilfroh sein könnten, wenn wir 1.000 Menschen in mehreren Kommunen irgendwo hinkriegen würden. Aber das wären dann die 1.000 Ausnahmemenschen Deutschlands. Die Welt geht danach außenrum natürlich weiterhin genauso kaputt, weil wir dann null Einfluss haben werden. So sehe ich die Zukunft mittlerweile. Jetzt der dritte Punkt ist, an der Intelligenz der Menschheit im Durchschnitt und deren Rückgang scheitern wir alle. Aber die Schenker scheitern ja aus unserer Sicht, und das werde ich dann demnächst weiter erläutern, zusätzlich an ihrem Menschenbild, dass sie an der menschlichen Natur, die sie ja aus unserer Sicht überfordern. Ja? Also das heißt, das ist dann ein zusätzlicher Punkt. Während die GWÖ-GWO-Kombi den Menschen nicht überfordert, sondern ihn genauso problematisch nimmt, wie er ist, und ihm einen Rahmen geben, der ihn quasi zwingt, mit dem Schlechtes tun aufzuhören. Ja, Wechsel. Also wo irre ich mich dabei? Das ist ja immer die Frage. Ja, Frage. Willst du jetzt erst was sagen, Janik? Nee, nee, nee. Okay, dann mache ich Wechsel 2. Ja, also der Irrtum ist, da reden wir sehr oft drüber, dass wir ja niemand überfordern. Also wir rechnen damit, dass die Leute vielleicht alle viel zu egoistisch, viel zu kurzsichtig sind in ihren Vorstellungen, um so eine Grundweichenstellung zur Verantwortung durchzuführen. Da kann man mit rechnen. Da gibt es ja auch Anhaltspunkte für. Und wir sind ja offen für alle möglichen Hilfsmittel auch, die man einsetzen kann. Ob jetzt GWÖ, GWO-Kombi oder ich gehe ja auch so weit zu sagen, vielleicht braucht man für Menschen zum Teil einfach ein Rambazamba-Computerspiel,
sozusagen ein Fortnite, das ist ja so ein Modespiel, wo die da rumrennen mit ihren Figuren und kaputthacken und sich erschießen und abschlachten und so weiter. Und vielleicht wäre es eine echte Herausforderung, eben zu sagen, dass jemand ein Computerspiel entwickelt, was genauso fetzig ist oder attraktiv für die Leute, aber wo statt der Kaputtmacher und Morderei dann so die Stufen der menschlichen Verantwortungsentwicklung durchgespielt werden können. Also ich habe es an meinem Sohn festgestellt, also der lässt sich stark infizieren durch dieses jetzige Fortnite, aber der hatte zwischendurch auch richtige Faszination, als er im Internet solche Dilemma-Fragen gefunden hat, womit die Entwicklungspsychologie ja arbeitet, also diese Reifeentwicklung des Menschen so erfassen will, dokumentieren will und natürlich auch fördert. Also so Fragen, extreme Fragen, wo man moralische Entscheidungen treffen muss, in zugespitzten Situationen, ja, wo sich dann zeigen muss, auch nach welchen Werten geht man im Endeffekt. Ja, also wie viel Menschenleben rettet man hier, wenn dafür da und dort andere Menschenleben zu Tode kommen? Und was weiß ich für Fragestellung. Also ich rechne mit allem. Und es soll ja keiner überfordert werden, weil wir gar nicht hingehen und sagen hier, liebe Menschen, wir zwingen euch jetzt in irgendein Muster rein. Aber für diejenigen, die nicht durch irgendwelche Belohnungsmechanismen oder Zwangsmechanismen, sondern die durch eigene Einsicht für das im Ganzen sinnvolle und Gute leben wollen, denen ihre Vernunftseele, die sie in sich wahrnehmen und ihr Gewissen, ob jetzt dieses kosmische Bewusstsein, die göttliche Stimme, wie man das auch nennen will, kann man religiös oder nicht religiös sehen, aber diejenigen, die es frei aus eigener Einsicht machen, dass sie das im Ganzen sinnvolle, vernünftige und richtige tun wollen. Auch ohne zusätzliche Leckerlis oder wenn Leckerlis in andere Richtungen gegeben werden, dann schlagen sie die aus und entscheiden sich dazu, weiter in Einklang mit ihrer Vernunftseele und ihrem Gewissen zu bleiben und dieses im Ganzen Vernünftige und Sinnvolle zu tun. Diejenigen, die so drauf sind, die überfordert es ja nicht. Im Gegenteil, die würde es ja lähmen, verkrüppeln oder runterfahren, herabwürdigen, wenn sie es nicht machen sollten, ne? Also die machen das dann aus dieser Überzeugung, dass das das Höchste ist, was man machen kann und freuen sich daran. Und ich habe ja schon gesagt, auf die Art und Weise ist bestimmt möglich, dass einzelne Menschen sich ausarbeiten und es ist möglich, dass die auch hingehen und so kleine Verantwortungskommunen bilden, solche Freiheitsreservate. Und das kann ja für die anderen Entwicklungen, also egal mit welchen Hilfsschritten oder Krücken man meint sonst die Menschen irgendwie voranzubringen. Auf jeden Fall kann es ja nicht von Schaden sein, wenn man einerseits eben wirklich dann solche Leuchtzeichen hat, Leuchtturmzeichen hat, wohin. Nein, weil wir alle anderen Mechanismen, GWÖ, GWO-Kombi oder ein Computerspiel, was die von Hacken und Morden wegbringen zu Durchspielen der Verantwortungsstufen, Verantwortungsreifenstufen der Entwicklungspsychologie. Also da sind wir alles für und können das auch aus unserem Aussteigerleben oder Schenkerleben, können wir das ja unterstützen. Und das andere ist eben, dass wir eben andere Leute einladen, dass die das einfach für sich prüfen können, ob die das auch können und wollen. Und wenn sie es können und wollen, können sie es tun. Dann werden sie sich auch durch nichts davon abhalten lassen, weil sie ja dann so wie wir denken, das ist jetzt eben die höchste Erfüllung fürs Menschsein, wenn man so lebt. Also man kann selbst so leben, man kann Leuchtturm für andere sein und man kann alle möglichen Reformschritte für die, die noch nicht so weit sind, von da aus auch mitmachen. Und insofern, also ich habe da spannende Sachen dann, die ich sehe, also wo man wirklich sagen kann, das ist nicht nichts an Wirkungen auch, die man Piep, erzielen piep, kann. piep, 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 piep. Ja, ich sage noch kurz. Also ich werde dann gleich auch heute oder morgen, jedenfalls in diesen Tagen, eine Auflistung machen, was auch seit der Zeit, die ich aus dem Zeltcamp wieder unterwegs bin, was alles gelungen ist auch. Also zähle ich unsere Talks auch zu, aber auch andere Sachen wie diese Mediationsarbeiten und sowas für so Freiheitsreservate. Und wir werden wahrscheinlich jetzt tatsächlich in ein paar Tagen, also ein, zwei Wochen oder wann das, was das da ist, eingeladen in eine Mainstream-Talkshow, wo ich dann auch diese Ideale und auch die Umsetzung in solchen Freiheitsreservaten oder Zeltcamp in Berlin zur Sprache bringen kann. Also, ich freue mich.
das, was man erreichen kann, ist schon besser als alles andere, besser als nichts. Und je mehr dazu erreicht werden kann, desto mehr Grund zur Freude. Ja, was Besseres kann man nicht machen, oder mit einer besseren Einstellung kann man, glaube ich, nicht an die Dinge herangehen, um so viel wie möglich rauszuholen. Ja, das wär's. Damit gebe ich ab. Wechsel. Ja, dann würde ich sagen, Wechsel 3. Zu dem Thema Fortschritte. Ja, also ich denke ja auch immer, dass die auch so kleine Fortschritte schon Fortschritte sind und wo man sich dran erfreuen kann. Und insofern, ja, denke ich, dass da auf jeden Fall klar auch noch weiter immer Potenzial nach vorne ist, aber dass man mit jedem Schritt, den man dann weitergeht in die richtige Richtung, dann auch man aufmerksam beobachten kann. Ich meine, jede Unterhaltung mit jedem Menschen allein schon, das hinterlässt ja auch schon seine Spuren. Und genau, so sehe ich das und gebe weiter. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was auf der Uhr. Ja. Also, wie gesagt, wir zweifeln ja daran, dass die Intelligenz der Menschheit einfach nicht dafür ausreicht, zu erkennen, dass die Profiteure am Niedergang eines Staates mittlerweile die geistig uns alle infiziert haben, die gesamte Bevölkerung infiziert haben und dadurch dann sozusagen wir nicht mehr klar denken können, sondern eigentlich alle nur noch die Irrtümer dieser Sparten, dieser Profiteure des Niedergangssparten sozusagen nur noch das denen zuhören. Aber dazu sage ich dann jetzt in der nächsten Runde was, weil meine Zeit piepst. So, jetzt hat nur noch der Yannick Zeit, kann aber auch weitergeben, ne? Ja, ich gebe weiter. So. Ja, Wechsel 4. Ja, und zwar erfreulich ist, dass aus meiner Sicht ich nicht erkennen kann, dass die Schenkerbewegung in irgendeiner Weise durch den Profiteur des Niedergangs, die Waffensparten, infiziert ist. Also ich erkenne, dass die Schenkerbewegung genauso pazifistisch ist, wie wir die Natur des Menschen ja auch einschätzen. Erfreulich kann man also abhaken. Also von diesen großen Profiteuren des Niedergangs, die mir jedenfalls zuerst einfallen, spielt die Waffensparte für die Schenkerbewegung keine Rolle. Hat sie nicht infizieren können. Die Gesundheitssparte, glaube ich auch, der ist es nicht gelungen, die Schenkerbewegung zu infizieren, weil Öffi auch versteht, dass im Kapitalismus oft mehr Krankheit gefördert wird, damit es mehr Profit gibt. Und damit sehe ich also sozusagen im Wesentlichen die Schenkerbewegung auch nicht infiziert durch die Sparte, die am Niedergang der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland profitiert. Also von diesen vorteilbringenden Irrtümern sehe ich die Schenkerbewegung weitestgehend frei, denke ich, ja, im Großen und Ganzen. Also ich habe jedenfalls noch nichts Gegenteiliges gesehen. Und dann die Profiteure des Niedergangs, zum Beispiel die Supermarktleiter, die zum Beispiel Schokolade verkaufen und damit große Profite machen und die also am Unglück der Menschen, am Liebeskummer der Menschen profitieren und also vorteilbringende Irrtümer ausgesendet haben, dass Körperkontakt schlecht sei. Da sehe ich allerdings schon eine erste kleine Infektion. Ich glaube, dass in der Schenkerbewegung ein nicht ganz die gleiche positive Beziehung zur Körperlichkeit besteht, jedenfalls nicht bei allen, besonders nicht bei Anke zum Beispiel, ja, die wir Naturwissenschaftler zur Körperlichkeit haben. Denn wenn wir uns die Bonobos ansehen, die also präkapitalistisch leben, sehen wir eine Körperlichkeit, die quasi sozusagen
viel weiter geht, als es alle Menschen hier auf der Erde tun, einschließlich der Schenkerbewegung. Also da sehe ich schon auch, dass diese vorteilbringenden Irrtümer, ja, Körperkontakt ist unschicklich, ja, dass die schon auch Teile der Schenkerbewegung erreicht haben könnten, ja. Und also das sind das ist der Niedergang des Glückes, der dadurch erreicht wird. Das ist also ein Punkt, wo ich da sehe. Und dann sehe ich noch, was wir das letzte Mal schon besprochen haben, dass die Sparten der inneren Sicherheit die Schenkerbewegung verleitet haben, durchaus manchmal zu denken in Kategorien von bösen Menschen oder Schuldigen und so weiter, was sich einfach nicht empfiehlt. Der entscheidende Gedanke ist ja, wenn ich mit einem Menschen spreche und ihn anspreche als bösen Menschen, dann kriege ich immer einen schlechten Dialog hin. Wenn ich über Irrtümer spreche, habe ich die größte Chance, einen positiven Dialog hinzukriegen. Und deswegen sollte man mit jedem Menschen nur als einem sich irrenden Menschen sprechen und niemals als einen Bösen, der uns Böses will. Und die dritte Sparte, also da sehe ich also noch Reste von Infektionen der Schenkerbewegung. Das ist noch keine rückhaltlose Bekenntnis dazu ist, dass es keinen bösen Menschen gibt, sondern nur sich irrende Menschen. Ja? Sogar der Verbrecher hat Irrtümer im Kopf, die er glaubt. Und dann haben wir noch zum Schluss die Sozialsparten. Da sehe ich die größte Infektion der Schenkerbewegung, ja, nämlich, dass sozusagen letztendlich dieser Gedanke, dass man aus dem Menschen so viel machen könne, wie es die Schenkerbewegung sich vorstellt, dass das an dem DNS-Zwang scheitert, der daraus besteht. Gehirn, du bist nur der Sklave, der mir dienen soll, im Zweifelsfall mit Irrtümern, die mir Profite bringen, um meine eigenen Gene über Familienmitglieder in die Zukunft zu bringen. Erfolgreich. Und das Gehirn ist nicht dazu konstruiert, uns, ich habe dir die Sendung letzte Mal beim Arte dann angeschaut, nämlich die Sendung Können wir uns selbst trauen? Ja, und die hat einige gute Andeutungen in diese Richtung gemacht, hat ganz klar gesagt, das Gehirn ist nicht dazu da, die Wahrheit zu finden. Es ist ein Mittel, Tricks zu finden, wie man die eigenen Gene über die Familienmitglieder erfolgreich in die Zukunft bringen kann. Aber es geht nicht darum, das Gehirn ist nicht als Organ nicht dafür programmiert, sich um den Rest der Welt zu kümmern, der außerhalb der Familie liegt. Und da erwartet die Schenkerbewegung aus meiner Sicht von Menschen zu viel und das wird sich nie erfüllen, weil die Masse der Menschen dafür nie geeignet sein kann, so weit zu gehen. Wechsel. Wo irre ich mich? Ja, ja, ich kann kurz noch, also Wechsel 3. Ja. Ich beantworte jetzt nicht die Frage, wo irrst du dich? Ich wollte nur kurz sagen, dass ich diese Sichtweise also vielleicht irrst du dich da auch, also diese Sichtweise mit bösen Menschen sehen und dann besser zu sagen, lieber einen sich irrenden Menschen zu sehen, als das Gegenüber in einen bösen Menschen zu sehen. Die teile ich, dass die sinnvoller ist, diese Sichtweise, also von einem sich irrenden Menschen auszugehen. Und finde ich auch einen viel besseren Kommunikationsansatz. Also so viel von meiner Seite zu dieser Sichtweise des Gegenübers, ob man es jetzt das Gegenüber lieber als sich irrenden Menschen in dem entsprechenden Falle sieht, als Boshaftigkeit oder als ein Mensch. Genau. Und also das sehe ich auch so, dass man es lieber so sehen sollte, dass das Gegenüber sich dann irrt. Und das wollte ich nur kurz sagen, ansonsten gebe ich weiter.
Wir hören noch nichts. Wechsel 2. Dein Mikro ist aus. Na ja, Wechsel 2. Ich gehe die drei Bereiche, die Dylan angesprochen hat, mal durch. Bezüglich Körperlichkeit sind wir, auch jetzt Anke und ich hier, ziemlich bonobomäßig eingestellt und haben da ja wahrscheinlich keine Berührungsängste oder Mangel dieser Art. Und in Schenkerbewegung. Ach so. Ja, gerne. Ach so, nur ganz kurz. Also die Anke hat sich sehr böse über meine Bonobo-Konzepte geäußert. Wechselt. Ja, also ich weiß jetzt nicht was, aber unter uns ist einerseits das klar und also da gibt es eben sowieso ja keine Vorschriften jetzt. Also natürlich könnte bei uns auch ein Asket sein, der sagt, er verzichtet auf das Ausleben von Sexualität und ihm reicht die geistige Beschäftigung. Kann sie alles machen, aber auf jeden Fall gehört auch ein ganz freies Konzept von Liebe und Zärtlichkeit mit dazu. In früheren Konzepten von Schenkerbewegung, wo über Einzelfragen gesprochen wurde, war ein Bekenntnis zu freier Liebe mit enthalten, auch als Konsens der Gruppe. Ja, also ich denke, da wird keiner, also auf jeden Fall keiner irgendwelche falschen Beschränkungen sehen oder dass da Menschen gefrustet werden und das dann ausnutzbar wird oder sowas. Also das, glaube ich, wird keiner entdecken können. Zur inneren Sicherheitssparte, also es geht ja im Endeffekt um die Frage, wie kommt man bei den anderen Menschen am besten an, weil sie merken, man will ihnen nichts Böses. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass Schenkerbewegung sagt, durch Vernunft und Liebe und radikalen Pazifismus ist der Weg zur Veränderung zu gehen. Was aber auch einschließt, also bei uns kann man eben, der erste Grundsatz ist auch Ehrlichkeit des Denkens, die freie Argumentekultur. Wir haben beim letzten Mal schon diskutiert. Also man kann bestimmt nicht sagen, eben alle Menschen wollen auf ihre Art das im Ganzen Gute. Es gibt Menschen mit Lebenseinstellungen wie, die Welt ist zu schlecht, mehr ist sowieso nicht möglich, auch die Kinder der Zukunft wären eingefleischte Egoisten, also kann ich auch einer sein. So bin ich halt, so ist die Welt, mehr geht nicht und deshalb ist das okay. Oder ist es das, was für mein Leben auch eben am meisten bringt oder für mich und meine Nachkommen? Diese Einstellung gibt es. Also aus meiner Sicht wäre es unrealistisch zu sagen, die wollen halt alle das Gute für die ganze Welt. Da können sie andere Einstellungen und Ziele haben. Aber gleichzeitig würden wir immer so weit wie möglich dann sagen, ja okay, das hat irgendwie dann damit zu tun, dass der Mensch seine innere Liebe nicht so spürt, dass er auch vernünftig nicht ja die Dinge gut genug erkennt. Also wir würden schon, soweit es irgend geht, dann Veränderung anstreben, nach dem Motto eben auch von Sokrates, kein Mensch ist freiwillig schlecht, also im Sinne auch, dass er sich selber schaden würde, so. Also jetzt im Endeffekt, ne? Also es gibt die Leute, die sich schaden, weil sie denken, es bringt ihnen auf andere Weise Vorteile, aber unterm Strich. Also niemand ist freiwillig schlecht, er ist es entweder aus Unwissenheit oder Unbeherrschtheit. Und wir sind ja der Ansicht, dass man auch dem Menschen, der sagt, Egoismus ist halt das Einzige, was möglich ist, deshalb bin ich Egoist, ich will nicht das Wohl der ganzen Welt, dass wir ihm auf zum Beispiel auf dieser Schiene, dass wir sagen, ja schau doch mal, aber was du innerlich bist. Und du bist Vernunftseele, das kannst du in dir spüren, das, dieses Denken, das ist dein höchster Horizont, deine höchste Stufe. Und wenn du die so weit wie möglich ausdehnen kannst und dir eben vorstellst, die Welt könnte sinnvoll sein, du kannst dich dafür engagieren, das macht dich halt selbst innerlich einfach direkt auch am glücklichsten. Da merkst du, dass was anderes geht und egal wie erfolgreich du äußerlich sein wirst, du erreichst schon einen erfüllteren und glücklicheren Zustand innerlich, als es sonst irgendwie möglich wäre. Dann ist das ja auch so, Arbeit gegen die Irrtümer oder gegen diese fehlende Erkenntnis der Menschen. Und jedenfalls durch Liebe und Vernunft und Argumente versuchen wir zu verändern, und sehen alle auf jeden Fall sozusagen als Kinder des Kosmos oder Kinder Gottes wie uns, also als Menschengeschwister. Ich glaube, da ist keine Notwendigkeit gegeben für Menschen, sich negativ abgewertet oder mehr konfrontativ behandelt zu fühlen, als es irgend möglich ist. Das Dritte mit der Sozialsparte, darüber haben wir ja schon geredet.
Also die Sozialsparte hätte Vorteile, wenn wir da mit unserer genetischen Überforderung der genetischen Möglichkeiten des Menschen irgendwie Sozialaufwand dann verstärken oder erzeugen, wovon diese Sozialspartler profitieren könnten. Also erstens, wenn Leute bei uns ausscheiden, die piep, eben piep, nachweisen, piep, piep, ja, ich mache noch eben rund, wenn Menschen bei uns aus dem normalen System und den sozialspartlerischen Aufgabenfeldern ausscheiden, weil sie sehen, das ist ihre höchste Erfüllung und sie können es und sie leben es, dann sind sie raus. Gleichzeitig machen wir Sozialarbeit auch. Wir haben sogar Häuser gehabt, wo wir Sozialfälle aufgenommen haben und auf unsere Weise versucht haben, mit denen umzugehen. Wir haben dabei auch, also zumindest unterm Strich, eher mehr Positives, also was jetzt Stabilisierung von Menschen angeht, erreicht, also auch den Sozialsparten eher in Anführungszeichen was weggenommen, und würden das auf jeden Fall jetzt nicht groß fördern, dass Leute in eben diese staatlichen Sozialsparten reinkämen. Ja, also insofern sehe ich da wenig, was da solchen falschen Interessen dienen könnte, an dem wir versuchen. Okay, Wechsel. Janik hat noch Konto. Ja, ich gehe weiter. Ja, Wechsel 4. Ja, also den letzten Punkt sehe ich ja ganz deutlich. Ja, wenn ein Mensch durch die Schenkerbewegung werde ein guter Mensch, Supermarktleiter, verkaufe, verführe die Kinder nicht mehr dazu, dass sie bei dir diese Zuckergetränke und Zuckerprodukte und diese ganzen versteckten Zuckersachen kaufen, damit sie nicht krank werden. Dann nimmt dieser Händler, versucht es dann quasi, diese Produkte versucht, würde aus Erkenntnis heraus, würde er den Markt umwandeln in einen Gesundheitsanregungsmarkt, wie es ja auch die GWÖ-GWO-Kombi will. Ja? Nur er würde das aus Erkenntnis heraus tun, würde aber dann im kapitalistischen Markt finanziell brutalst bestraft werden, weil er nicht mehr das verkauft, was ihm 18% Gewinnspanne bringt, nämlich Süßkrams, sondern würde mehr Gemüse verkaufen, was ihm nur 4% Gewinnspanne bringt, sodass er also als Aldi-Marktleiter schnell entlassen würde und pleite gehen würde und auch als Geschäftsführer von Supermärkten auf dem Markt wahrscheinlich nie wieder eingestellt wird, weil es vielleicht dann so ist, dann, wenn Aldi den entlassen hat, dann muss das ja irgendwie ganz daneben gewesen sein. Und dann wird er zum Sozialfall oder er relativ verarmt er. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Dylan, ich kann dir ein konkretes Beispiel nennen, dass das jedenfalls bei uns anders laufen kann. Und ich nehme mal einen Arzt. Mein bester Freund ist Arzt und hat sich dann eben innerlich ganz umgestellt. Ist erstmal aus seinem Beruf auch rausgegangen, hat erstmal nicht mehr so Praxis geführt, sondern erstmal so einfach auch in so einer Kommune mitgelebt, ne, und Selbstversorgung gemacht und was weiß ich. Hat dann eine Praxis wieder aufgemacht und hat gesagt, er behandelt jetzt die Menschen hier so mit der echten Gesundheitsmethode und auch ganzheitlich, so auch Körper, Geist, Seele, diese Verbindung. Und er macht nur noch das. Da hat er erstmal eine ganze Zeit lang tatsächlich wenig Zulauf gehabt und hätte jetzt nach normalen Maßstäben vielleicht jetzt nicht konkurrenzfähig seine Praxis führen können. Aber gerade weil er diesen Schenker-Hintergrund hatte, also in unserer Kommune mitlebte und von Brennnesseln sammeln und Wildkräuter sammeln, was weiß ich, und die Kommune sich trug, war das ohne weiteres für ihn möglich. Ne? Es war ein Zusatz. Er hätte es auch gar nicht gebraucht, um eine Existenzgrundlage zu haben. Und so konnte er sich leisten, egal wie viele Leute kamen, dass er diese Art von Gesundheitsbehandlung beibehielt und fortsetzte. Das macht er bis heute. Und heute hat er jetzt, dadurch, dass er da ein bisschen bekannt mit geworden ist und dass er das auch gut macht und gut kann, hat er einen solchen Zulauf, dass seine Praxis gut erträglich läuft. Und insofern, wir können eine Alternativwirtschaft
Gemeinschaft aufbauen. Und gerade die Tatsache, dass sie durch den Kommune-Aspekt zusätzlich getragen sein kann und gar nicht so abhängig ist davon, in der üblichen Konkurrenzmaschinerie durchzukommen oder profitabler als die anderen sein zu müssen, haben wir die Möglichkeit, da Inseln zu schaffen, die gute Startpunkte auch sein könnten für solche Hausarzt-Vertrauenskommunen und für lokale Experimente dann auch ja, mit der Mischung, ne? Aus Reformideen wie Wohlfühlstimme oder Wechsel gleich Wunsch, eben Kommunegeist ja. und Kommuneleben. Ja, ich gebe weiter. Wechsel. Ja, also das lässt mich doch jetzt fürchten, dass doch noch ein kleiner Rest von der Gesundheitssparte auch da als Infektion da ist. Denn die Frage ist, er muss ja Geld bekommen. Das heißt, er kriegt von der Kasse für das, was er jetzt macht, ja nichts bezahlt, weil die Kassen ihm ja für diese echte Gesundheitsförderung fast kein Geld geben. Zum Beispiel für eine gute Ernährungsumstellung, dafür gibt die Kasse ihm kein Geld. Ja? Oder auf jeden Fall nichts, was da entsprechend wäre. Also müsste er dann als eine private medizinische Praxis haben. Dann hat er nur Privatpatienten. Dann ist er quasi so ähnlich wie ein Heilpraktiker, ja, der also bares Geld kriegt oder also auf jeden Fall direkt bezahlt wird oder vielleicht manchmal von der privaten Versicherung mal was bezahlt bekommt. Ja. Und davon kann er eben nach unserer Erkenntnis, könnte er niemals wirtschaftlich leben. Und wenn er nicht, jetzt kommt der entscheidende Punkt, doch wieder bestimmte vorteilbringende Irrtümer hat, so wie sie jeder Heilpraktiker hat. Denn der Heilpraktiker hat auch nicht, arbeitet nicht auf der Basis von der Grund, auf der Grundlage von Wahrheiten über Gesundheit und Krankheit, sondern er arbeitet mit etwas milderen Irrtümern über Gesundheit und Krankheit als der Schulmediziner. Wechsel. Ja, Wechsel, ich meine, ja? Wechsel 2, da mache ich einfach jetzt die Gegenbehauptung und sie wäre am praktischen Beispiel zu verifizieren. Also wir sind ja für Falsifikation oder Verifikation. Also der Uwe hat verschiedene Hintergründe. Die Möglichkeit, dass er einfach auch ohne jetzt da überhaupt marktfähig zu sein, also ohne das schon, hätte er durch die Hintergründe, die da sonst existieren, Existenzmöglichkeit. Und seine Praxis läuft ausreichend jetzt, dass das sich auch tragen kann. Ja, Privatpatienten und er macht es halt nur so, wie er es aus Überzeugung richtig findet. Und es enthält alle Dimensionen. Ja, gern. Damit unterscheidet er sich in keinster Weise von dem normalen Arzt, denn der macht ja auch nur das, was seiner Überzeugung nach richtig ist. Wenn ich ihn aber prüfen würde, würde ich wahrscheinlich feststellen, dass er so wie ein Heilpraktiker, also erstmal naturwissenschaftlich steht fest, jeder Heilpraktiker erzeugt kranke Menschen und fördert Krankheit. Ja, weil wir in den Methoden und in den Techniken ist das zwar nicht so brutal von wegen Chemotherapie bei Krebs, das macht ein vernünftiger Heilpraktiker natürlich nicht. Aber seine Methoden, die er macht, sind auch gefährlich und auch schädlich, wenn auch lange nicht so gefährlich und brutal wie die der Schulmedizin. Ja, ja. Wechsel 2. Musst du konkret prüfen? Ich sagte, der Uwe macht den Quatsch nicht so, sondern nur das, was aus seiner anderen Überzeugung. Ich sage, nee, das kann man ja jetzt nicht gleichsetzen. Es mag auch der Chemotherapeut denken, er handelt aus Überzeugung. Aber Uwe handelt aus der Naturüberzeugung und Überzeugung von Ganzheitlichkeit und freier Persönlichkeitsheilung auch. Wechselwunsch. Wie wir das machen. Ja, bitteschön. Also ich wette jetzt um 50 Euro, dass wenn ich mit ihm sprechen würde, dass ich und seine Techniken mir anschauen würde, dass ich wahrscheinlich das kalte Grausen bekommen würde, wie bei jedem Heilpraktiker auch, weil es mit der wirklichen Gesundheitsförderung gar nichts zu tun hat. Denn die wirkliche Gesundheitsförderung würde ja bedeuten, dass er die Leute sofort anleitet, in Richtung Kommune zu leben, weil sie sonst nie wirklich glücklich und gesund leben können. Da müsste er also, und das wird er garantiert nicht machen, Wechsel. Ich weiß nicht, woher das weiß. Er ist der Vorsitzende der Schenker Verbündetenvereine. Er überlegt jetzt, ob er mit seiner Freundin in eins unserer Häuser geht, um da wieder auch direkt an Kommune teilzunehmen. Er hat viele Jahre in einem Kommuneversuch in Sachsen, in Pomritz, gewirkt und da versucht schon die Leute mit hinzubekommen.
Ja, also das wäre also etwas, was anzuschauen wäre. Und ich gehe ja so weit, dass ich genau dazu auch einlade. Ne? Wir haben ja auch öfters darüber geredet, wie ist das jetzt mit den Schenkern? Laden die Leute auch Ärzte dazu ein, die weitestmöglichen Schritte zu machen, auch in Richtung GWÖ, GWO-Kombi und sowas. Und er ist einer von diesen Ärzten, also habe ich noch einen anderen auch aus Norddeutschland. Wechselwunsch. Ja. Die hätten diese Möglichkeit, da solche Modellexperimente auch zu machen. Ne? Ist aber ein Schritt, ne? Der zusätzlich überlegt sein dann immer. Okay, ich wechsle, wechsle. Ja, also wie gesagt, wahrscheinlich hätte ich den Punkt Gesundheitssparte nicht so schnell abhaken sollen, weil das finde ich doch noch Reste von reinfallen auf die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitsarbeiter. Die Illusion, der Heilpraktiker ist der gute Mediziner und der Schulmediziner ist der böse, das ist eine reine Illusion. Beide sind sie brutal kapitalistische Mediziner, die Profite auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung, der Menschheit machen müssen, wenn sie überleben wollen und wenn sie ihre Praxis nicht schließen wollen. Ja, Wechsel. Ja, ich kann nur sagen, das wäre jetzt zu schauen. Also ist da aus meiner Sicht nicht zutreffend dieser Vorbehalt. Aber müsste man prüfen. Und ich halte es jedenfalls für einen ganz tollen Weg, dass man Ärzten eben sagt, macht das, was in diesem ganzheitlichen Sinne wirklich der Gesundheit der Menschen dient. Und wenn ihr nicht marktfähig, konkurrenzfähig so, dann wäret. Dann schafft euch unabhängige Lebensgrundlagen, soweit die schon existieren, also beispielsweise in so Schenker-Kommunen oder solchen Hintergründen, sodass ihr auch schon leben könnt und eure Überzeugungsarbeit machen könnt, wenn ihr nicht mehr in den kapitalistischen Monopoly-Spielen mit über die Runden kommen könntet. Ich wüsste nicht, was man besser sagen könnte, auch als einen Startbeginn für solche Hausarztvertrauenskommunen, die da experimentieren. Ob jetzt mit GWÖ, GWO-Kombi, Wohlfühlstimmen, Experimenten oder eben mit Kommunegeist. Piep, 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 piep. Ja, ich glaube, Jannik hat noch Zeit, ne? Ja, das kann gut sein. Ich gebe ab für die nächste Runde. Ja, Wechsel 4. Ja, eigentlich wollte ich ja schon längst, kurz zur Info noch mal zwischendurch. Zu dieser Entscheidung zu reduzieren gehört auch, dass ich wieder mehr unter Leute gehe, Musiksessions, Karaoke. Heute will ich eigentlich noch zu mehreren Karaoke-Bars gehen und mir mal die anschauen und wieder mehr unter Leute gehen, weil ich eben die Hoffnung so verloren habe. Also mal sehen. Es kann also demnächst sein, dass ich früher aufhöre als 10 Uhr, weil ich demnächst da jetzt, wie gesagt, ich reduziere auch meine Arbeitszeit für den Weltrat, ist auch von 6 Stunden täglich, 5 Stunden täglich auf 2 Stunden täglich runtergelaufen. Ne? Ja, und also dann gehe ich jetzt mal rein. Wie gesagt, das ist im Kapitalismus haben wir nicht eine Überlebensform gefunden, die man nicht. Die man, also ich sag's mal als Naturgesetz, ohne vorteilbringende Irrtümer im Kopf gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg im Kapitalismus. Das geht nicht, das schließt sich 100%ig aus. Das ist mittlerweile ganz deutlich geworden für uns jedenfalls. Und das bedeutet also auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand, der dann also sein Geschäft so gemacht hat und dann in der Schenkerbewegung vielleicht praktiziert hat, ja, der ist aber dann letztendlich, wenn er dann irgendwie rausginge aus der Schenkerbewegung, dann wäre er, aber würde er zu den ärmeren Menschen gehören und wäre dann potenziell eher Kundschaft für die Sozialspartler. Aber das Entscheidende ist einfach, dass diese Idee, wir können mit dem Menschen etwas erreichen, dass er einen höheren Level an Selbstlosigkeit erreicht, als ihn ein Säugetier erreichen kann, nämlich den Level, ich kümmere mich um mich und meine Verwandten, meine Kinder, Neffen und Nichten und so weiter und bringe so meine Gene in die Zukunft. Und an denen habe ich ein echtes Interesse und an allen anderen
habe ich eben kein echtes Interesse, weswegen wir ja sagen, wir brauchen die GWÖ-GWO-Kombi, weil die diesen Menschen dazu zwingen, aus Eigennutz und aus Interesse für seine Kinder anderen Gutes tun zu müssen. Und die Frage, die der Öffi hat ja vorhin gesagt, dass es Menschen gibt, die wollen nichts Gutes und die bekennen sich auch dazu. Aber in Wirklichkeit muss man die einfach nur direkt fragen. Wäre es nicht für dich auch viel besser, wenn die anderen Menschen alle belohnt würden dafür, dass sie dir nur noch Gutes tun? Und wärst du nicht auch bereit, Gutes zu tun, wenn die anderen auch gezwungen wären, Gutes tun zu müssen durch die GWÖ-GWO-Kombi? Dann würde er wahrscheinlich antworten, ja, aber da wir das jetzt ja nicht haben und offensichtlich auch nicht hinkriegen, ist die Welt so schlecht, wie sie ist. Die anderen tun mir auch alles Schlechtes, also darf ich ihnen auch alles Schlechtes tun und sowieso auf die Kinder der Zukunft scheiße ich, weil wir sind, das ganze System ist so brutal egoistisch und da nehme ich mir auch heraus, dass ich einfach genauso brutal egoistisch bin, wie die anderen mit mir umgehen. Ja? Und das kann ich dann auch wieder verstehen. Ja? Trotzdem äußern sich diese Menschen einfach nur eigentlich biologisch sinnvoll, weil warum sollten sie in einem System, wo alle anderen ihr Leben ruinieren und Profite auf deren Kosten machen, warum sollten sie da ganz bewusst damit aufhören? Wechsel. Ja, hm? Wechselwunsch. Wechselfein. Ja. Ja, Dylan, alles, was du da sagst, würde ich ja in der Weise zustimmen, dass wenn man dem Menschen sein Irrtum nehmen könnte, also durch so ein System eben, wo alle jetzt durch den Belohnungsmechanismus gezwungen würden, einander Gutes zu tun. Wenn er dazu Ja sagen würde, würden wir, also wir Schenker jetzt sagen, ja, ist ja besser, wenn er unter diesen Umständen Ja sagt, als wenn er gar nicht Ja sagen würde dazu. Er ist vielleicht im Moment nur, hält es für zu aussichtslos oder zweifelt zu sehr daran, ist zu resigniert. Ne? Also wenn man ihm da die Hoffnung wiedergeben kann, ist besser als nichts. Aber auf die letzte Frage, die du stellst, kann ich direkt antworten. Ja, es ist auch möglich, dass wenn er sieht, die anderen sind nicht gezwungen, der Mechanismus läuft noch nicht, dass er trotzdem sagt, es tut mir innerlich besser, durch mein Gewissen und meine Vernunftseele trotzdem schon so zu handeln, dass ich das mache, was für alle gut wäre, alle sinnvoll und gut wäre. Also auch ohne die anderen finde ich in mir schon eine Kraftquelle, diesen anderen Geist oder diese andere Systemstruktur zu leben. Ja, dann macht das so. Wir würden uns bei allem freuen, welche Einsicht ihn da auch immer befähigt, Vorwärtsschritte zu machen zur nicht schädlichen Lebensweise. Alles mal los, würden wir sagen. Ja. Ja, Wechselwunsch, Wechsel 4. Ja, also, aber eben das Entscheidende ist, dass einfach die Masse der Menschen nicht versteht, dass die alte Psychologie nur aus Irrtümern bestand und dass erst die Weltspitze der Psychobiologie und Evolutionspsychologie das Ganze richtig erklärt, nämlich dass wir wirklich zu viele Spartenmitarbeiter derjenigen Sparten haben, die an kaputtgehenden Menschen verdienen. Und dass diese wirklich uns ihre Gedanken in die Gehirne geben und die Politiker mit ihren Gedanken infizieren. Und dass das die eigentliche Psychologie der Menschheit ist, nämlich dass dadurch, dass wir Opfer deren Irrtümer werden, wir am Ende in der Politik hingehen und alles falsch machen und letztendlich Kundschaft für die Waffensparten produzieren, nämlich kriegerisches Denken weiterhin pflegen und deswegen dann Tote und Konsumierenden für die Waffensparten produzieren. Die Irrtümer führen dazu, dass die Politiker alles dafür tun, dass die Gesundheitssparten weiterhin Massen an chronisch Kranken produzieren dürfen, weil es ja nicht durch GWÖ-GWO-Kombi verhindert wird. Ja? Und die Tauschhändler mit ihrer Schokolade dürfen auch weiterhin Ideen aussenden, die die Menschen mehr oder weniger körperfeindlich oder körperängstlich machen und die Sozialsparten, und da sehe ich eben den größten Schwachpunkt,
der Schenkerbewegung, dass diese Idee, den Menschen wirklich verbessern und weiterentwickeln zu können, dass das immer zu scheiternden Ergebnissen führen muss, von denen dann die Sozialsparten profitieren. Wechsel. Ja, also Wechsel 3. Also man könnte auch sagen, dass dieser Weg des Schenkerlebens der Komplettausstieg aus allen kapitalistischen Mechanismen ist, weil man eben gar nicht mehr diese Vergeltungslogik oder gar nicht mehr in dieser kapitalistischen Logik dann lebt. Und dieses mit den Sozialsparten, das trifft ja nur dann zu, wenn dieses Wechsel, Konzept... Achso, nee, ich habe ja gar keine Zeit mehr. Ja. Also das mit den Sozialsparten kann ja nur dann zutreffen, wenn eben dieses Schenker-Konzept nicht umgesetzt wird. Also auch die Leute, die jetzt sagen, okay, sie kommen dann mal vorbei im Schenker-Projekt, finden das dann ganz toll und fangen dann damit ein bisschen an, und aber verlieren das dann wieder aus den Augen und landen dann im Sozialsystem, dann kann man das nicht den Schenker-Konzept anlasten, weil die ja gar nicht mehr nach diesen Idealen überhaupt leben. So. Insofern ist dieser Idealismus, der jetzt von der Schenker-Bewegung kommt, kann gar nicht die Sozialsparten, davon können gar nicht die Sozialsparten profitieren, sondern nur die Abkehr von diesem Idealismus, davon können die Sozialsparten wieder profitieren. Deshalb kann man es der Schenker-Bewegung auch gar nicht anlasten. Und damit gebe ich dann weiter. Ja, Wechsel 2. Doch der Dillen könnte jetzt natürlich sagen, wir überfordern Leute, dann scheitern sie und dann sind sie Sozialfälle. Genau. Aber de facto kann man sagen, sie gehen wieder zurück, weil ihre Natur sich wehrt. Ja, warte mal. Das habe ich ja jetzt schon beschrieben. Du hast ja gar keine Zeit mehr. Ja. Also, die Behauptung könnte man aufstellen, aber Behauptungen kann man ja viele aufstellen. Dann müsste man schauen, wie ist das denn gewesen bei denen, die zu Schenkern und so geworden sind? Sind da welche in Überforderung dann später zurückgefallen und Sozialfälle geworden? Oder wurden vielleicht irgendwelche anderen Leute dadurch dazu gebracht, sich zu überfordern und sind zu Sozialfällen geworden? Oder wäre meine Gegenbehauptung, soweit erkennbar, diente schon die Botschaft von den Schenkern, einerseits bei den Schenkern selbst dazu, dass sie jedenfalls eine Persönlichkeitsentwicklung genommen haben, die sie nicht zu Sozialfällen im System gemacht hat. Und sie gibt anderen Leuten eher Hoffnung und Stabilisierung, sodass sie das auch nicht werden. Und wir haben Leute aufgenommen direkt. Also wir machen Sozialarbeit, womit wir quasi Konkurrenz zu diesen Sparten sind. Und das hat auch unterm Strich eher dazu geführt, dass da weniger für diese Sparten zustande gekommen ist als mehr. Das wären dann die Dinge, die einfach in der Sache zu überprüfen wären, um zu gucken, trifft der Vorwurf irgendwie, vielleicht auch um irgendwelche Ecken, ne? Also irgendwelche Leute, die von uns hören, machen was Überforderndes und werden zum, was weiß ich, Sozialhilfeempfänger. Das wäre zu prüfen, ob diese Wirkung in der einen oder in der anderen Richtung zustande kommt. Wechsel 3, also ich habe es jetzt halt, also von den, also wenn man das jetzt, wenn man jetzt diese Ideale wirklich ernsthaft dann so lebt, dann gibt es da keinen, dann gibt es da halt keinen Profit für die Sozialsparten. So, das war das, was ja ich meinte. Und gut, inwieweit jetzt, oder das, was du, Öffi, gesagt hast, ja, okay, könnte man, oder weiß ich nicht, ob man das irgendwie prüfen könnte. Ja, okay, ich gehe weiter. Ja, wechsel jetzt mal. Jedenfalls wäre das Wissenschaft, ne, wenn man es so überprüfen wollte. Ich behaupte, schon aus der Analyse der Konzepte und der Arbeitsansätze, also wie verhalten sich die Schenker, die rausspringen aus dem System, und anderen? Ich habe ja gesagt, ein Arzt, der nicht mehr konkurrenzfähig wäre,
würde durch so eine Schenkerkommune oder überhaupt dadurch, dass wir ihm beibringen, wie er völlig ohne das System auch leben kann, ob von den Brennnesseln oder sonst wie, er würde ausstiegsfähig, er würde unabhängig, handlungsfähig. Also das Wegnehmen von Leuten aus den Spateneinflüssen würde verstärkt. Dass wir Hoffnungszeichen sind. Also wir sehen auch jetzt eben, was Dylan sagt, wie verzweifelt er ist. Und man gibt die Hoffnung auf, man resigniert. Also von uns geht mit Sicherheit kein Impuls aus, resigniert Leute oder... Also erst letztens in einem der Chats war, schaut euch den gut gelaunten Öffi an oder so, ne? Und da meinte einer, ja genau deshalb ist er da. Also eventuell strahlen wir da eben ganz andere Sachen aus, die Kraft geben oder Hoffnung geben und stabilisieren und Engagement wecken als irgendwie anders. Und auch die Frage, wie ist das mit den Sozialfällen konkret, die mit uns auch in Berührung kommen, wie weit nehmen wir da eben Leute raus aus den Mühlen des anderen Systems und schaffen eine andere Basis. Genauso wie ein Arzt eben, und das behaupte ich wirklich, der sich völlig frei fühlen kann, der nicht darauf angewiesen ist, ob seine Praxis läuft oder nicht, der kann wirklich dann hingehen und kann aus seiner Überzeugung, und wenn es die Schenker-Verbündeten-Überzeugung ist, dann wird er da entsprechend die Dinge schon auch darstellen, den Menschen. Das kann er machen und es wird ihm erleichtert, dadurch, dass es die Schenker bewegen und ihre Lebensweise und Projekte gibt. Yeah, yeah. Ja, Wechsel 3. Da ist mir jetzt auch zu eingefallen. Ich habe auch in unserem Forum www.freie-argumente-kultur.de mal so drei Zustände beschrieben. Der eine ist der integrierte, in den Kapitalismus integrierte Lohnarbeiter. Der zweite Zustand ist der Sozialfall, Hartz-IV-Empfänger oder so. Und der dritte Zustand ist der sinnvoll Alternativlebende. Und da habe ich dann auch nochmal beschrieben, weshalb jetzt die dritte Variante die sinnvollste sei. Und ich versuche das auch in meinem Bekanntenkreis so weiter zu vermitteln, wo ich jetzt einen Menschen habe, der jetzt im Sozialsystem drin ist. Und ich versuche ihm halt zu erklären, dass er mit dieser Haltung sich sehr, also in seinem Fall sich da selber nichts Gutes mit tut, weil er damit mehr sein Gewissen belastet, als dass er sich selber also dass er durch diese Gewissensbelastung wohl eventuell mehr Schaden nehme als er Nutzen bekommt dann von diesem Sozialgeld, was er da bekommt. Und das ist halt auch das Ding. Also auf der einen Seite, von der einen Seite betrachtet, kann man natürlich immer sagen, dass die, ja, wie soll ich sagen, also dass der Mensch nicht zu dieser Selbstlosigkeit veranlagt sei, oder man kann es dann so rum begründen, dass der Mensch ja dadurch kein Vorteil habe, bedingungslos zu schenken. Aber das ist ja, wie gesagt, immer diese materielle Sichtweise, also auf geistiger Sichtweise sieht es ja anders aus, dass eben durch dieses Schenken auch ein Zurückgehen des Egos und damit auch ein vermehrter innerer Frieden und psychischer Wohlfühlzustand dann entsteht. Ich habe heute jetzt einen jungen Mann kennengelernt, der meinte, ich weiß nicht, wie weit das stimmt, dass das irgendwo gut tue, wenn er irgendwie Obdachlosen was kaufe oder so, ne? Also insofern, und wenn dieses Bewusstsein mehr in die Köpfe der Menschen kommt, dass eben das Glück, ja, ich bring das noch kurz zu Ende, eben dass dieses wahre Glück vor allem auch durch die Erfüllung des Gewissens und das Gehen nach dem Gewissen entsteht, dann braucht man jetzt auch gar nicht Sorge haben, wenn man dann im Kapitalismus scheitert, weil man eben dann das höhere Glück in der Erfüllung des eigenen Gewissens finden kann. Ja, Wechsel 2. Und genau da würde ich auch ansetzen, noch ein Hinweis einfach, die letzte Sendung eben, zu können wir uns trauen. Also ich sage jetzt mal ganz keck, wenn man allein sich anschaut, wie weit dieses innere Konzept für die Unterscheidung der Stimmen,
egal ob es Herrschaftsansprüche von außen sind, die uns was vorschreiben wollen, oder innere Stimmen. Ja, dankeschön. Also ich rede ja jetzt von dem Metier, was du auch kennst, Bill, ne? Psychotherapie. Allein die Frage, wie weit diese Unterscheidungsanleitung für die Stimmen von innen oder außen ein psychisches Heilkonzept ist, was so seinesgleichen sucht, also kaum irgendwo bewusst ist oder so vertreten wird. Also Yannick selber hat erlebt, dass das helfen kann, so mit den inneren Stimmen aufzuräumen und zu gucken, dass man da einfach klar Schiff macht und sich für Vernunft und sinnvolles Verantwortungsleben entscheidet. Weil keiner Stimme, die dagegen spricht, kann man vertrauen. Also solche Dinge alleine, das sind aus meiner Sicht Hammer auf dem Weg dazu, die Menschen gesund zu machen, stark zu machen und aus der Manipulierbarkeit durch all die komischen Sparten da rausholen zu können. Juhu. Wechsel 4, neue Runde. Ja, eigentlich wollte ich ja schon in den Karaoke-Bar sein, aber muss ich noch ein paar Bemerkungen machen. Also erstens, das Gewissen produziert aber leider keine Kinder. Und das ist genau der Punkt, das ist das entscheidende Argument, dass eben sozusagen die Leute, die nach dem Gewissen leben, in einem System, wo man eigentlich gewissenlos sein müssen, also Menschen, die wie Detektive jetzt losgehen und ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie viel Geld verdienen, in Frage stellen, die hinterlassen in Zukunft weniger Kinder als andere und dadurch stirbt diese Art zu leben wieder aus und damit verschwindet diese Gewissensfähigkeit und diese detektivische Selbsterkenntnisfähigkeit wieder von der Welt. Ne? Und, Wechsel 2. Wechselwunsch? Ja, kurz. Ja. Kurz Wechsel 2. Also zum einen habe ich zwei Kinder, also man kann aus meiner Sicht in Einklang mit dem Gewissen auch Kinder zeugen, obwohl ich auch Hochachtung habe vor denen, die aus bestimmten Gründen sagen, eben sie ziehen die Kinderlosigkeit vor. Aber wie Yannick in einer letzten Sendung auch schon beschrieb, es gibt auch das Prinzip, ich sage da immer ganz keck, dann müssen wir halt überzeugen statt zeugen. Ne? Wir zeugen halt geistigen Nachwuchs, indem wir da die Überzeugungsarbeit leisten durch die Kraft der Argumente. Und erzeugen auf einem nicht biologischen Wege solche Geistseelen in den Menschen. Ja, aber in der Summe aller Schenker würden die im Durchschnitt eine wesentlich reduzierte Reproduktionswahrscheinlichkeit haben, wie wir das wissenschaftlich nennen, als die Nichtschenker. Ja? Das könnte man sicherlich sogar wissenschaftlich untersuchen und beweisen. Ja, aber jetzt der zweite Punkt war, Yannick, dieser Ego-Rückgang, ja, da geht es also eben um die Verbesserung des Menschen, ja, und genau das ist ja gerade das, was wir Naturwissenschaftler für unmöglich halten, ja, und dann die, und der Öffi, dass er ab und zu gute Laune hat, das aber mit der gleichen guten Laune treten aber auch ganz normale kapitalistische Bürger auf, wenn sie eine gut funktionierende Kleinfamilie haben mit Kindern, dann haben die auch wenigstens ab und zu und öfters gute Laune. Also das unterscheidet sich da nicht. Ja? Und das, aber nochmal, meine These ist also ganz klar. Leute, die Schenker... Wechsel 2. Mal ja, ganz kurz nur dazwischen gesagt, ja. Dann zeige mir mal den normalen Bürger, der die Öff-Lebensweise praktizieren wollte, egal ob in dem Haus der Gastfreundschaft mit den Asozialen als Brüder und Schwestern und seine Schlafzimmertür nicht vor ihnen abzuschließen, oder der im Wald jetzt in Sachsen im Naturschutzprojekt mit seiner Jurte oder in den letzten Wintern in Berlin da in so einem Garten mit rauchendem kaputten Ofen oder so sitzt und ansonsten dann aufs Heizen verzichtet. Zeig mir mal den Bürger, der das macht und gute Laune behält. Ja, Wechsels 4. Ja, du hast ja auch das Ausnahmeglück. Du hast eine der ganz seltenen Frauen gefunden, die eben nicht sagen, ich erwarte von meinem Mann, dass er viel Geld verdient, damit ich meinen Sohn, ja, wie heißt der Sohn nochmal? Aljoscha. Aljoscha, in eine Elite-Schule und in ein Elite-Gymnasium und in eine Elite-Uni schicken kann, damit er dann in Zukunft weitere gute Chancen hat auf weitere Generationen erfolgreicher Kinder und Enkelkinder. Die normale Frau denkt so eben nicht. Die normale Frau erwartet vom Mann,
dass er Geld nach Hause bringt, damit sie ihren Kindern eine gute Platzierung mit Chancen auf weitere Generationen bringt. Und die Anke ist sicherlich da eine absolute Ausnahme, dass sie darauf verzichtet. Wechsel. Wechsel 2. Sie verzichtet nicht drauf. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, das sind alles vorteilbringende Irrtümer der Frauen, die jetzt denken, das geht nur so. Also ich bin fest davon überzeugt, aber ich sage mal ein anderes Beispiel. Es gibt ja schon alternative Kommuneversuche, die sehr anders sind zum Teil. Also eben nicht mit den normalen Schulen auch und Ausbildungen und so weiter. Also ein Beispiel könnte man sagen, ist Tamera jetzt auch in Portugal, die einfach ihre eigenen Schulen machen und die einfach ihre Friedensuniversität ausrufen. Und also ich bin, der Witz war, dass dabei Leute von außerhalb, dann die mit den Jugendlichen da gesprochen haben, haben gesagt, ja, aber ihr seid doch jetzt benachteiligt. Wenn ihr jetzt rausgehen wolltet auf den normalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, ne, würdet ihr doch den Kürzeren ziehen gegenüber den Leuten, die da jetzt halt, was weiß ich, die normale oder Elite-Schule da im System gemacht haben. Und da haben die Jugendlichen selbstbewusst gesagt, nö, wir werden sie ausstechen. Weil unsere Art der Selbstständigkeit und der Selbstorganisation, wenn wir uns in den Kopf dann setzen, dass wir da, was weiß ich, den Ausbildungsplatz oder die Arbeitsstelle bekommen, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit konkurrenzfähiger sein als die anderen. Und das kann man sogar auf ganz andere Weise machen. Also ich habe zu meinem Sohn gesagt... Wechselwunsch? Ja, ich sage nur kurz, du kannst später eben alles Mögliche werden wollen oder machen wollen. Und ich sage dir, wenn du etwas machen willst und du gehst hin zu denen, die es schon machen, egal ob die Handwerker oder die Wissenschaftler, und du zeigst ihnen dein Feuer für die Sache, du wirst den Weg finden, dass sie dir mehr beibringen wollen als allen anderen. Wechsel 4, ja, also das halte ich alles so, also alles nicht für realistisch, weil mein Grundgedanke ist wirklich, die Leute probieren die Schenker-Lebensweise aus, dann wehrt sich ihre innere Natur darin, die nämlich dieses Programm hat, tue alles, um dich und deine Gene weiterzugeben in Verwandten. Und dann steigen sie aus und dann sind sie auf jeden Fall ein paar Millimeter näher an der Armut als vorher. Und mehr wollen ja die Sozialsparten nicht, außer dass es zu einer quasi, die wollen gar nichts bewusst. Aber mehr ist ja für die Sozialspartler nicht wichtig, als dass sich einfach die Menschen einen Millimeter Richtung Armut bewegen und dabei fallen dann genügend hinten runter, die dann wieder neue Kunden werden. Wechsel? Ja, nee, Wechsel 2, nicht der Millimeter, sondern er muss profitabel für sie werden. Und da hatte ich schon beschrieben, dass egal, ob es jetzt äußerlich vom materiellen Lebensstandard her ein Millimeter oder ein Zentimeter oder ein Meter mehr zu dem wäre, was man Armut nennt. Ich beschrieb schon, und das wäre aus meiner Sicht eben durch wissenschaftliche Prüfung verifizierbar, dass Menschen, die dann mit dem Schenker-Virus infiziert werden, auf jeden Fall weniger noch zu profitablen Kunden für die Sozialsparten führen, als wenn diese Art der Infektion nicht da wäre. Wechsel 4. Ja, also wenn auch nur einer, der vor der Schenker-Bewegung kein Hartz-IV-Fall war, hinterher Hartz-IV bezieht, dann wäre das doch schon ein Riesengewinn für die Sozialspartler. Nee, Wechsel 3. Wäre nicht, wenn gleichzeitig 3, 5, 10 andere eben dadurch rausfallen aus dem Geldverdienen der Sozialsparten, dann ist einer, der aus Überforderung dahin zurückfällt, unterm Strich kein Gewinn für die Sozialsparten. Ja, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Also das musst du nochmal erklären. Was soll das bedeuten? Ja, ich wiederhole nochmal. Also dadurch, dass jemand mit unserem Schenker-Virus jetzt, sage ich mal, in Berührung kommt und es fängt an, ihn zu wandeln, innerlich und äußerlich. Kann sein, das will ich noch nicht mal bestreiten, dass er erstmal jetzt vom äußeren Lebensstandard her nicht nur einen Zentimeter, sondern vielleicht einen Meter mehr an dem dran wäre, was die Menschen als Armut bezeichnen würden. Aber ich behaupte, sogar wenn ein Ausnahmefall dann auch noch so zurückfallen würde, dass er zum profitablen Objekt für die Sozialsparten würde, so werden von 10 mindestens 8 so anders eingestellt sein, auch zu dem, was überhaupt Armut bedeutet und inwiefern das für sie etwas wäre, weshalb sie zum Sozialarbeiter rennen müssten, dass von 10, die mit uns in Berührung kommen, 8 nicht mehr oder viel weniger zu Objekten der Sozialspartner werden könnten. Und dann sind die 2, bei denen es vielleicht der Fall ist, unterm Strich kein Profit für die Sozialspartner. Wechselwunsch? Ja, also Wechsel 4, also das verstehe ich alles nicht ganz, denn eigentlich ist es doch ganz einfach.
Wenn ein Mensch, der vorher ein Einkommen erzielt hatte, mit dem er kein Sozialfall war, also auch keinen Arbeitsamtmitarbeiter zu einer größeren Karriere verholfen hat, zu einem Aufstieg, weil er wichtig ist und gebraucht wird und neue Mitarbeiter angestellt werden im Arbeitsamt, dann, und wenn der dann in die Schenker-Bewegung geht und danach keinen Job mehr findet und Hartz IV bezieht, dann ist er nämlich ein... Nein, Wechsel 2. Der wird in 8 von 10 Fällen wird der kein Hartz IV beziehen, auch wenn er aus dem Job rausgeht. Guck mal, bei mir ist es so, ich sage, okay Leute, ich brauche keinen normalen bezahlten Job, um sogar profitabel und mehrwertig zu arbeiten. Wenn ich irgendwo hingehe und lebe mit Leuten zusammen, ist mein Anspruch, dass sie durch das Zusammenleben nicht nur schöne Worte von mir haben und vielleicht hier und da ein bisschen Meditation oder Yoga oder irgendwas lernen. Nein, mein Anspruch ist, durch das strukturelle Zusammenleben mit mir haben sie mehr Geld im Portemonnaie, als sie ohne mich hätten. Ja, also Wechsel 4. Was wollte ich sagen? Moment, ich war... Vielleicht willst du erst, Yannick? Nein. Also Wechsel 4. Also der ganze Staat wird ärmer dadurch. Durch die GWÖ-GWO-Kombi würde der Öffi belohnt werden dafür, wenn er etwas ganz Wichtiges beiträgt, weil das ganze System ja nur noch Gutes tun belohnt. Dadurch würde Deutschland insgesamt reicher und stärker werden. Aber durch die ganze Bewegung jetzt wird ja Deutschland insgesamt ärmer und schwächer. Ja? Ja, Wechsel, Yannick, du hast nur noch Zeit. Ja, also ich bin da jetzt rechnerisch in dieser Geschichte mit oder das eurer wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also Öffi hat gesagt, dass in der Regel 8 von 10 Leuten eben durch diese Schenker durch den Schenker-Virus eben nicht zum Sozialfall werden. Und dadurch und eben durch diese Virusinfektion, also durch diese Schenker-Geschichte eben weniger Sozialfälle entstehen würden und dadurch auch die Sozialsparten weniger verdienen würden. Das war jetzt Öffis Argument und dann gab es halt diese Rechnung mit 8 von 10 Fällen und ich glaube, da war jetzt irgendwie gerade noch Widerspruch zwischen euch beiden und deshalb können wir jetzt auch gerne in die nächste Runde weitergeben, wo ihr dann ja oder wo wir dann gucken können, ob wir das noch weiter aufgreifen wollen, diese Rechnung oder was auch immer das jetzt da war. Ja. Ja, Wechsel 2 sogar mal als Anfang, weil dann könnte ich darauf antworten. Ich mach's auch ganz gut. Dann machen wir die letzte Runde 4 Minuten, ja, jeder. Alles klar, super, ja, ja. Ja, Yannick, wir können ruhig Schenker-Virus sagen, ne? Weil wir brauchen ja diese ganze Horrorphobie der Gesellschaft um uns herum gar nicht anzunehmen. Die Viren sind unsere Freunde, ne? Die helfen uns, unseren Körper zu reinigen und unser Genmaterial aufzupeppen. Also insofern kann das was Gutes sein, auch zu sagen, dass der Schenker-Virus und nochmal auf Dylan zurückbezogen, die Stärke einer Gemeinschaft und auch ihre Profitabilität oder ihre Mehrwertfähigkeit ist ja nicht nur in Geld zu messen. Also schon jetzt würde ein Schenker wie ich, wenn er in eine Gemeinschaft kommt, hier jetzt die Hausgemeinschaft zum Beispiel in Hessen, dadurch, dass ich hingehe und auf geldlose Weise die Gemeinschaft stärke, erreiche ich, dass sie mit Nahrungsmitteln gut versorgt ist, was weiß ich kann ein Tor reparieren, was sonst 1000 Euro gekostet hätte und so weiter und so fort. Das heißt, es muss gar keine Geldmechanismen geben, um Stärkung der Gemeinschaft und auch wirtschaftliche Stärkung der Gemeinschaft zu bewirken. Und das kann ein Schenker machen. Man kann also nicht einfach sagen, da schaltet jetzt ein Schenker aus und er macht das eben mit seiner Überzeugung von Gemeinwohlfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit, bla bla bla. Und deshalb wird die Gesellschaft ärmer oder so. Oder die Gemeinschaft. Nein, alles kann stärker werden dadurch. Wechsel 4. Ja, die Ukraine zeigt uns eindrücklich, wie die Indianer, die Indios und der Irak, dass am Ende, solange der Kapitalismus noch existiert,
die militärische Wehrfähigkeit das A und O eines jeden Staates ist. All die Ukrainer, die das anders gedacht haben, sind jetzt alle tot. Die werden jetzt alle Stück für Stück abgeschlachtet, ja. Und weil sozusagen der Staat nicht in der Lage war, eine sehr hohe Wehrfähigkeit zu haben. Und wenn die Schenker statt auszusteigen mit der GWÖ-GWO-Kombi an einer positiven Defensivfähigkeit mitgewirkt hätten, dann wäre zum Beispiel wäre Deutschland stärker und es kann uns ja morgen passieren, dass wir die nächsten nach der Ukraine dran sind. Wechsel. Ja, schön. Janik, willst du was sagen? Sonst antworte ich. Ich möchte gar nichts sagen. Okay. Ja, Wechsel 2. Dylan, das kannst du doch so noch nicht mal vergleichen. Guck mal, also in der Ukraine hauen die gegenseitig mit den Waffen aufeinander drauf, ne? Und beide werden auch so ausgestattet, ne, dass jetzt so die Frage ist, wer gewinnt am Ende. Aber ich zitiere mal jetzt dann die Rita Süssmuth, die zu uns ins Camp da auch gekommen ist nach Berlin und gesagt hat, es ist auch in ihr ein tiefer innerer Konflikt und vor allem nachts, man kann kaum schlafen, weil die bisherigen Politikergenerationen es nicht geschafft haben, von der äußeren Gewaltdurchsetzungslogik, Militärdurchsetzung, Lobby, Korruptionsdurchsetzung auf eine problemlösende Art des Miteinanderredens für Vernünftigkeit und Verantwortung für alle und so umzuschalten. Und schon Gandhi hat gesagt, im Zeitalter der Atomwaffen ist die Fähigkeit des Menschen, friedlich zu Vernünftigkeit und Verantwortung zu kommen, eine Überlebensvoraussetzung. Immer mehr wird sie das. Wechsel 4. Ja, also da fehlt dir aus meiner Sicht der Realitätsbezug. Deutschland ist die Ukraine. Ja, wenn Deutschland noch ein bisschen wirtschaftlich geschwächt wird, dann ist es quasi, musst du dir vorstellen, gerade schlägt eine Rakete ein, die Aljoscha und Anke tötet. Und genau so geht es den Ukrainern, weil sie wirtschaftlich zu schwach waren, um eine Hightech-Defensivrüstung zu haben. Und das ist aus meiner Sicht unrealistisch. Wechsel 2. Da sehe ich gerade nicht, weil ich muss sagen, die Bomben fliegen jetzt bei denen, die bereit sind, sich mit Aufrüstung zu wehren. Ne? Und machen wir uns doch nichts vor. Die Ukrainer sind so stark in ihrem Gegengewicht, weil sie vom Westen halt entsprechend unterstützt werden. Da stehen sich nicht David und Goliath gegenüber. Da stehen sich jetzt in Stellvertreterkriegsformen stehen sich da Mächte gegenüber. Und deshalb fliegen die Bomben und es besteht die Gefahr, dass sogar Atomwaffen zum Einsatz kommen. Das heißt, ich kehre es um. Und in Fortsetzung dessen, was die Rita Süssmuth so auch beklagt hat oder gemeint hat, wer kann so eine Form des problemlösenden Miteinandersprechens reinbringen? Es wird immer noch nicht probiert, auch weder im Kleinen noch im Großen zwischen den Staaten und den Mächten, eine Gesprächsebene richtig auszuarbeiten mit Wissenschaftlern, die kommen und Methodenwerkstatt machen und so weiter. Ja, die erstmal angeboten werden könnte, auch zwischen den Staaten, auch dem Putin, statt gleich immer nur die Logik der Waffen zu kennen. Wechsel 4. Ja, irgendwie fällt es dir schwer, dich darin reinzuversetzen, dass jetzt bei diesem Spiel, dem Stellvertreterkrieg, es Ukrainer sind, die abgeschlachtet werden. Also ich weiß nicht, wie groß die Zahl der getöteten Frauen, Kinder und Männer der Ukraine ist. Das geht wahrscheinlich in die Hunderttausenden, ja? Und das ist doch die Realität. Und davor müssen wir doch einen Staat schützen und jede Gesellschaft schützen. Und davor kannst du Deutschland dann nicht schützen. Wechsel. Ja doch, Wechsel 2, natürlich. Es geht nicht darum, einfach nur sich abschlachten zu lassen oder abzuschlachten. Es geht um unterschiedliche Logiken, wie man es verhindern kann. Und die Logik der Gewalt ist überholt. Und entweder die Menschheit kriegt es gerallt, dass sie da umstellen muss auf so eine andere Schiene der friedlichen Argumente, oder sie ist vielleicht gerade dadurch die verhängnisvoll fehlentwickelste Art des Planeten. Und übrigens, die westliche Propaganda sagt, dass die Russen da so unzählige Verluste haben, ne? Dass da mehr russische Leichen an den Straßen liegen als Ukrainer. Also von daher, da hauen sie gegenseitig aufeinander ein und sind nur ein Beweis dafür, wie kaputt diese Logik ist. Ja? Ja, Wechsel 4. Also aus meiner Sicht ist das völlig unrealistisch, weil eben, wie gesagt, wenn
du würdest uns Deutsche nicht davor schützen, dass bei uns hier jetzt Berge von Hunderttausenden Toten liegen würden. Mit deinem Konzept wären die GBÖ-GBO-Kombi uns davor schützen würde. Wechselwunsch, Wechsel 3. Doch, also ich denke, dass gerade solche Kriege und Gewalttätigkeiten entstehen ja gerade durch diese gegenseitige Hochrüstung. Wenn du ein Land hast, was gar nicht so weit hochrüstet, dann kann da eine andere Macht einfach irgendwie, die hat da gar keinen Ansatzpunkt, weshalb sie irgendwelche Waffen überhaupt einsetzen müsste oder überhaupt irgendwelche Leute abknallen müsste, weil die ja gar nicht hochgerüstet sind. Und in der gewaltfreien Schenker-Logik leben wir ja danach, nach dieser Gewaltfreiheit. Das heißt, die haben gar keine Resonanzfläche, weshalb überhaupt solche Gewalt angewendet werden könnte halt. Ne? Ja. Wechsel 4. Ja, das ist aus meiner Sicht wieder auch totaler Realitätsverlust, denn die Indianer waren nicht hochgerüstet. Die Indianer waren gegen uns gegenüber nur für Jagd ausgerichtet, überwiegend für die Jagd. Und trotzdem haben wir sie gnadenlos abgeschlachtet. Also die Realität ist eine völlig andere als dieses Szenario. Ja, Wechsel. Wechsel 3. Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man, dass sich Gewalt immer nur dann hochschaukeln kann, wenn das Gegenüber irgendwie auch mit dieser Gewalt resoniert, beziehungsweise die mit Gegengewalt beantwortet. Nimm mal das Beispiel von einem Wechselwunsch. Ich will das kurz mal zu Ende bringen. Also das Beispiel von einem Straßenkampf oder jemand kommt auf der Straße mir aggressiv entgegen, dann wird es sich nur dann zu einer wirklichen Schlägerei hochschaukeln, wenn ich auf diese Aggression auch mit Gegenaggression reagiere. Wenn ich aber, sag ich mal, gewaltfrei das erleide, dann ist dieser Kampf relativ schnell vorbei und auch mit weniger Schaden. Das ist einfach die Realität. Wechsel 4, ja, also die in Südamerika, die Inkas oder auch die anderen südamerikanischen Völker, die sind nicht aggressiv begegnet, sondern die hat man einfach platt gemacht, weil man es konnte, weil sie sich nicht wehren konnten. Wechsel? Ja, Wechsel 3, also ich habe jetzt hier ja gerade Öffis Diplomarbeit gelesen, auch zu diesen Gewalt, also nicht ganz gelesen, zum Teil habe ich es jetzt schon gelesen, zu diesen gewaltfreien Protesten. Und natürlich kann man ja auch nicht ausschließen, dass auch trotzdem bei gewaltfreien Menschen, denen da trotzdem Schaden zugefügt wird, aber dieser Weg der Gewaltfreiheit besteht darin, dieses eigene Leiden zu ertragen, der Gewalt nicht zu erwidern und auch in Kauf zu nehmen, dass man sich selbst dafür opfert, um sozusagen das Gewissen des Gegenübers so sehr zu provozieren, dass der in einen Wandlungsprozess kommt. Und das halte ich für eine gute Methode. Wechsel 4. Wenn die Indianer ihre Pfeil und Bogen nicht eingesetzt hätten, dann hätte man ihnen das Land einfach viel bequemer weggenommen und hätte sie nur noch dahin vegetieren lassen in Armut und Hunger. Wechsel. Ja, also ich war ja nicht mit dabei und ich weiß jetzt auch nicht, wer da jetzt, sag ich mal, die Geschichte geschrieben hat mit den Indianern, wie es da dann wirklich in der Realität damals abgelaufen ist. Aber wie gesagt, also ich denke, da gibt es wirklich diese, ja, könnte man sie Resonanzgesetze nennen, also dass Gewaltfreiheit, da auch eine gewaltfreie Reaktion auch letztendlich oder eine Reaktion, die nicht weiter die auch die Gewalt des anderen schürt, dann letztendlich zur Gewaltfreiheit führt und das auch deeskalierend wirkt. Und deshalb macht es dann viel mehr Sinn, nicht weiter mit ähnlichen Mitteln hochzurüsten, sondern eher Richtung Gewaltfreiheit und natürlich auch Dialog und Wechselwunsch und Wohlwollen Richtung Zusammenkommen zu wirken. Die Juden haben sich
die meisten Juden haben sich überhaupt nicht gewehrt und wurden trotzdem brutalst abgeschlachtet. Wechsel. Ja, also wie gesagt, es ist halt so, dass es geht auch nicht darum, sich nicht, also was heißt nicht zu wehren, also es ist eher so, dass man also ich sehe keine andere Möglichkeit, als zu sagen, also wenn man den gewaltfreien Weg geht, dass man eben diese Gewalt nicht erwidert, aber dass man jetzt auch nicht vor der Gewalt bald wegläuft. Also das würde jetzt bedeuten, in einem Regime, wenn jetzt ein diktatorisches Regime hochfährt, ja, ich führe kurz noch kurz zu Ende, würde das bedeuten, dass man sich der Situation schon stellt, also dass man nicht wegläuft und sich nicht zum Gejagten macht, aber auch nicht angreift, also sozusagen diese goldene Mitte findet, wo dann die Menschen zusammenkommen, wo dann das Gewissen vielleicht angetriggert wird und dadurch am besten Einsicht und Harmonie und Frieden auch wieder entstehen kann. Ja, ich habe jetzt so lange auf mein Karaoke verzichtet. Also, Wechsel 4. Ja, die Schenker-Bewegung hat aus meiner Sicht nach wie vor deswegen da also unrealistische Anteile darin, weil letztendlich sozusagen die GWÖ-GWO-Kombi würde die Kriegsursache und die Kriegsursache überhaupt abschaffen, und zwar ein für alle Mal, weil wir sind genetische Pazifisten aus naturwissenschaftlicher Sicht und wir würden die Kriegsursachen, nämlich den Waffenhandelsinteressen, die Waffenhandelsinteressenslage völlig abwandeln und so, dass dann Kriege gar nicht mehr entstehen und wir würden auch alles auf Defensivrüstung umstellen. Aber die Juden sind halt das krasseste Gegenbeispiel, die sagen, solange der Kapitalismus noch da ist und außenrum ist, ist es fahrlässig, sozusagen nicht auf maximale Hightech-Kompetenz zu setzen. Und die GWÖ-GWO-Kombi führt zu so hoher Effizienz, wirtschaftlicher Effizienz, dass eben nichts, also quasi es keine, der Staat durch nichts angreifbar wird, weil wir mit einer Hightech-Defensivrüstung aus dem Wirtschaftswunder heraus uns so schützen können, dass uns keine Rakete erreicht, weil sie abgefangen wird. Und also abschließend sage ich nur für heute, dass wie immer wir uns letztendlich keinen Millimeter annähern und das sehe ich genau, das ist der Grund, warum wir im Weltrat auch zurückfahren mit der Aktivität, weil es nicht geht. Es geht nicht, die vorteilbringenden Irrtümer all der Sparten, die am Niedergang des Lebens profitieren, die sind allmächtig und übermächtig und zu stark. Da haben wir keine Chance. Die Gehirne sind so infiziert mit Glaubenssystemen, die unrealistisch sind, dass wir dagegen nicht ankommen können. Ja, ansonsten weiter im nächsten Mal. Nächsten Samstag. Da ja. Werde ich dann aber wahrscheinlich früher dann weggehen. Ne? Also nur ein Stündchen dabei sein oder so. Ja, also ich sage auch Tschüss. Und ich sage, also wir haben uns wieder in der Beschäftigung mit Fragen inhaltlich spannend aneinander gerieben und auch an einigen Stellen aufeinander eingelassen. Und ich denke, wir können beim nächsten Mal das Thema auch nochmal aufgreifen. Und genau die Frage zuspitzen, was ist ein realistischer Umgang, wie eben die Gewaltdurchsetzung, die bisher immer stark als das Bestimmende in der Menschheitsgeschichte erscheinen kann, wie sie entschärft werden kann zu einer Durchsetzungsfähigkeit des Verantwortlichen. Eben nicht also schon, ich sehe da, die Gewalt war nicht schon immer, sondern wir müssen davon ausgehen, die Hinweise sind eindeutig, dass wir vor 400.000 Jahren genauso pazifistisch waren, wie die Bonobos heute noch pazifistisch gegenüber den Nachbargruppen sind, sondern was hat uns dazu gebracht? Nämlich das Aufkommen der ersten Waffenhändler hat uns in den Krieg gebracht. Also wir hatten nicht schon immer Krieg, sondern der Kapitalismus hat den Krieg erzeugt, also müssen wir den Kapitalismus abschaffen und durch die GWÖ-GWO-Kombi ersetzen. Das ist der Punkt. Also ihr seht,
Ihr seht, Leute, das Thema ist heiß. Ne? Ja. Der Dylan würde heute kein Karaoke mehr schaffen, wenn wir jetzt direkt weitermachen würden. Von daher, also spannend, wir greifen das Thema nächstes Mal auf. Ich habe da nämlich auch geniale theoretische Ideen dazu. Beim nächsten Mal, seid schon gespannt, wieder zuschalten hier. Es gibt nichts Besseres als Samstag. Ja, aber die Masse der Leute, der Zuschauer wird es leider nicht verstehen, ne? Von was wir da überhaupt reden. Ja? Tschüssi! Wir müssen... Hoffen. Tschüss. Tschüss.